Hallo, schön, dass du wieder hier bist und mir zuhörst und hier reinschaust. Egal, hoppala, da ist eine Fliege, auf welchem Kanal das jetzt gerade ist. Heute bin ich erstmal durch meine Gefühls- und Emotionswelten durchgetaucht. Jetzt haben wir 15 Uhr, wir haben einen trüben Tag draußen, der Himmel hat schon mit mir geweint und jetzt ist ein innerer Friede. Hoppala, jetzt habe ich meine kleine Lea, meinen Hund unterm Tisch verkrault. Und jetzt wollte eine kleine kollektive Legung gemacht werden. Ohne große Vorbereitung sitze ich nun hier, habe das Universum um Unterstützung gebeten. Sie haben mir ein Thema aufgezeigt und das heißt, etwas kommt ans Licht. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, kannst du hier gerne weiter zuhören. Und ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, wenn du wieder vorbeischaust. Es ist eine kollektive Legung. Vielleicht trifft sie auf dich zu. Wenn nicht, kannst du ja wieder abschalten und beim nächsten Mal vorbeischauen. Falls es hier um männliche und weibliche Energien geht, werde ich es halten, wie ich es Jahrzehnte gemacht habe. Ich werde so sprechen, als ob ich mit Frauen spreche und du darfst das, wenn dem nicht der Fall ist, für dich einfach ummünzen. Es sei mir verziehen, aber es bringt mich einfach aus meinem Fluss, aus meinem Wortfluss und Fühlfluss, wenn ich da zu sehr auf die Formulierung achten muss. Ich danke für dein Verständnis. Das ist der einzige Punkt, warum, wieso, weshalb. Die ersten Karten liegen schon da. Ich habe mich systematisch durchgefragt. Das ist noch nicht alles hier. Wie kam ich auf die Überschrift? Ich bat um zwei, drei Karten und bekam die Sonne. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Brille. Ach doch, sie ist scharf. Genau, als ich die Sonne sah, aus meinem Lenormand-Kartendeck mit einem Bild, das ich gemalt habe, war für mich sofort dieses Etwas kommt ans Licht als Überschrift des Kartenbilds da. Und sie ist bereit, die Wärme der Sonne zu empfangen, was man unterschiedlich auslegen könnte, was ich aber einfach im Raum stehen lasse. Lass das Bild mal auf dich wirken. Stell dir vor, du bist diese Frau oder als Mann ist es dein weiblicher Anteil, der sich die Arme öffnet für die Wärme der Sonne. Etwas will ans Licht kommen. Und dazu benötigt es derzeit, auch aus meinem Kartendeck, den Bussard. Oder nehmen wir ihn hier einfach mal als den Greifevogel, der die Sache von oben betrachtet. Was bedeutet, du willst etwas ans Licht bringen oder etwas möchte ans Licht gebracht werden, tritt einen Schritt zurück und betrachte es aus der Vogelperspektive. Mag ich ein Beispiel nennen? Ich hatte gerade einen Sprachnachrichtenaustausch mit einer lieben Freundin und da war was mich sehr angerührt hat in ihren Worten. Und da habe ich auch wahrscheinlich dementsprechend reagiert. Und dann bin ich einen Schritt zurückgetreten und habe erkannt, dass ich reagiert habe, weil ein Wunderpunkt getroffen wurde. Also ich war jetzt nicht böse. Nee, aber ich habe trotzdem reagiert und habe vielleicht dann auch eine Reaktion auf der anderen Seite ausgelöst. Aber das macht man ja unter Freundinnen meist in aller Achtsamkeit. Und ich habe die Vogelperspektive eingenommen.
und habe erkannt, okay, ich habe noch ein Thema. Ein Thema oder es, mein Kater kommt. Achtung, ich habe noch ein Thema, ein kleines Thema, was mich an empfindsamen Tagen einholen kann. Aber ich habe die Vogelperspektive eingenommen. Ich habe erkannt, komm her. Ich habe erkannt, was in mir stattgefunden hat und habe dann das meinem Gegenüber auch erklärt. Da habe ich, jetzt fällt gleich das Stativ um, jetzt habe ich hier laute Haare, seht ihr die? Und der Kater hat sich dazugelegt, männliche Sonnenkraftenergie. Und er schenkt mir gerade Wärme. Gut, also das bedeutet, etwas kann ans Licht kommen, wenn wir spüren, etwas rührt uns an. Das ist die sanfte Variante von ich werde getriggert. Ich nehme es richtig persönlich. Und dann kann man Schritt zurücktreten, kann die Vogelperspektive einnehmen und kann erkennen, was da gerade in einem geschehen ist. Weitere Karten, die dazu fielen, war das Herzchakra, es ist verkehrt rum, kann man nicht lesen. Die Kreativität, also Schöpferkraft und die innere Freiheit. Wenn wir jetzt an die Geschichte anschließen, die ich gerade erzählt habe, wenn wir bei uns schauen, was etwas mit uns gemacht hat, kommt etwas ans Licht. Und wir können erkennen, was geschehen ist. Wir gehen ins Herzchakra. Wir fühlen uns durch unsere Gefühle und Emotionen durch. Katerchen, irritier mich nicht. Der Mann irritiert mich. Wir finden unsere innere Freiheit wieder, erkennen etwas in uns, an uns. Und dann gehen wir in die Kreativität, was für mich auch Schöpferkraft ist. Das heißt, ich gehe in die liebevolle Klärung und erkläre, was mit mir geschehen ist. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil, ein kleines Beispiel dafür, was, wie man Dinge ans Licht bringt, indem man bei sich fühlt. Jetzt ist er gleich weg. Ja, und hinterlässt ein ganz viel Haare. Och, Melli. Gut. Jetzt kann aber sein, dass was Größeres ans Licht kommen möchte. Deswegen schauen wir mal weiter. Aber auch, um dass dieses Größere ans Licht kommen möchte, gilt es, die Vogelperspektive einzunehmen. Welches Thema in deinem Leben will jetzt gerade geschehen, kann aber noch nicht geschehen? Weil etwas in dir von dir noch nicht betrachtet wurde. Wie komme ich jetzt zu diesem Vergleich? Ganz einfach. Es ist wie wenn ich ein Puzzlebild aus einzelnen Puzzlen zusammensetze. Ich habe euch eine Reflexionsgeschichte erzählt, wie ich in die Selbstreflexion gehe, damit ich erkenne, was bei mir gewesen ist, um dass ich es dann in die Wege leiten kann. Und wenn eine große Veränderung ansteht, und die steht an, und wir wissen und wir spüren, das ist schon da, und das kann dein Job sein, das kann dein Wohnen sein, das kann die Liebe sein, das kann die Freundschaft sein. Du spürst, da ist ein Wandel da, die neue Tür ist schon offen. Aber es passiert noch nicht. Dann liegt es vielleicht daran, dass in dir noch etwas ist, was durchgefühlt werden möchte, damit du durch die Tür treten kannst in das, worauf du wartest. Also, geh einen Moment zurück, nimm die Vogelperspektive ein und schau. Weil.
Also wird die große Veränderung, sie hängt in der Luft. Irgendetwas in deinem Leben wird sich jetzt verändern. Aber vielleicht verändert sich auch nur deine Persönlichkeit in einer ganz, ganz tiefen Tiefe, weil du einen großen Kreis schließt, weil du etwas in dir so tief gelernt hast und fühlend verstanden hast, weil da liegt ja das Herzchakra und die Schöpferkraft. Menno, nochmal. Öffne dich. Ja, ich mach mal die Arme so auseinander. Öffne dich für die Kraft der Sonne. Geh in die Vogelperspektive. Schau, was noch hinderlich ist, dass du dein Herzchakra vollständig öffnest, damit du deine innere Freiheit fühlst und eine Schöpferkraft vollständig einsetzen kannst, damit diese Veränderung kommen kann. Weil die Sonne ist aus dem zweiten Lenomatik auch herausgefallen. Schau mal, du läufst der Sonne entgegen. Das ist eine positive Veränderung, die in dein Leben kommen möchte. Und die wird nochmal bestätigt, weil neben die Sonne fielen die Sterne. Wunscherfüllung. Ein Wunsch wird erfüllt werden. Er kann erfüllt werden. Vielleicht wirst du erfahren, wenn du da oben in deiner Vogelperspektive bist, dass du einfach nur Ja sagen musst. Einfach nur Ja. Vielleicht erkennst du aber sogar noch eine tiefere Blockade. Ich mache jetzt kurze Pause und schaue, welche Karten uns noch Informationen geben wollen. Jetzt gucke ich. Ich habe aus Versehen ausgeschalten, obwohl ich vorher auf Pause gedrückt hatte. Wir haben zwei Kraft der Seele Karten bekommen. Wenn du da oben in der Vogelperspektive bist, kannst du erfahren, dass da vielleicht noch etwas in deiner Kehle blockiert ist. Weil hier steht, stärke deine Ausdrucksfähigkeit. Singen, sprechen, visualisieren. Dein Selbst möchte sich ausdrücken. Was möchte ausgesprochen werden? Traust du dich, deine Wahrheit zu sprechen? Ich habe heute viel Blau an. Es scheint so, dass ich mich nun traue, meine Wahrheit zu sprechen und meine Vogelperspektive einzunehmen. Wie geht's dir bei diesen Worten? Ich habe wochenlang wochenlang gespürt, da hängt was drin. Wie geht's deinem Kehlchakra? Wie geht's deiner Kehle? Traust du dich wirklich voll und ganz zu dir zu stehen? Ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, wir dürfen auch mal nicht einer Meinung sein. Wir dürfen auch mal so ein bisschen angezickt reagieren. Es ist in Ordnung, wenn wir danach miteinander reden, warum das so war. Lass uns echt sein. Wir können danach reden miteinander. Und ich habe das lernen müssen, weil ich immer Angst hatte, nicht mehr geliebt zu werden oder nicht mehr gemocht zu werden. Und heute sage ich, wenn ich angerührt bin oder getriggert werde, dann ist es einfach so, dass ich nicht immer in aller Achtsamkeit reagieren kann. Ich bin auch nur ein Mensch. Und dann kann man doch danach die Dinge klären und erklären. Und wenn man sich mag und wertschätzt, dann hört man zu und versteht und ist nicht sauer. Und dann geht's weiter. Und dann versteht man sich doch immer besser, weil man ehrlich zueinander ist. Und die, die das wollen, mit denen wird man weiter im Miteinander aneinander wachsen. Und die, die das nicht wollen, die werden gehen. Aber dann geht auch ein Stück, auch wenn es weh tut, weil man jemanden lieb hat, danach ist das Leben entspannter. So ist es. Weil es war nicht echt, es war anstrengend. Und so passt auch die zweite Karte. Da steht Verbindung. Authentizität schafft Verbindung. Du suchst nach echter und tiefer Verbindung. Zeig dich so, wie du bist und versuche nicht, eine perfekte Version von dir zu leben. Gib den Menschen die Möglichkeit, dein wahres Ich zu sehen und versteck dich nicht mehr.
Und es ist nicht schön, ich habe die Karte vorher nicht gelesen. Sie sagt das Gleiche, wie ich euch gerade erzählt habe. Nur wenn wir echt sind, und das muss nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, danach kann man reden miteinander. Aber nur wenn wir echt sind, lernt uns ein Gegenüber auch so kennen, wie wir sind. Und nur dann zeigt es sich, ob es passt oder nicht. Ich muss mal meinen Kater hier mitbringen. Ich mache gleich weiter, gell? Und dann gibt es die nächsten Karten. Also, es geht darum, von oben das große Ganze zu betrachten, dich inspirieren zu lassen, deine Schöpferkraft einzusetzen, im Hier und Jetzt deine Zukunft zu gestalten, dein Herz zu öffnen, auszusprechen, wer du bist, was du bist, dich nicht zurückzuhalten. Das ist auch die innere Freiheit. Es geht darum, dass große Veränderungen kommen, die sehr positiv sind. Es geht um eine Wunscherfüllung. Es geht aber darum, dass da noch irgendwas behindert, dass das auch kommen kann. Und jetzt ist was runtergefallen. Passt mal auf. Diese Karte ist runtergefallen. Das ist aus einem Lenomatic, das ich neu habe. Die Wolken, und sie stehen ja immer für mich stehen sie für die Zweifel. Also wo zweifelst du noch? Wo hast du vielleicht Angst, dich ganz zu zeigen? Hängt da vielleicht noch ein Stück weit, werde ich geliebt, so wie ich bin, wenn ich mich ganz und gar zeige? Aber nochmal zur Erinnerung, du willst Verbindungen, die im Herzen berühren, die von Herzen kommen. Und da bleibt dann nichts anderes übrig als echt sein. Ja? Und lass also deine Zweifel gehen. Die Wunscherfüllung steht vor der Tür. Und eine Karte, die fast in jedem meiner letzten Orakel gewesen ist. Es fließen noch Tränen, Resttränen. Du bist auf dem Weg in ein neues Leben. Du bist auf dem Weg zu dieser positiven Veränderung und zu der Wunscherfüllung. Schaust aber noch zurück, weil noch nicht alles geregelt ist. Was noch nicht geregelt ist, das weißt du. Es kann was Emotionales sein, es kann was Berufliches sein, was Finanzielles sein, eine Herzensangelegenheit. In welchem Bereich auch immer, die Karte, ich liebe sie über alles, und vor allem ist das ja hier auch mit schamanischem Touch, wie auch die Sonne im ersten Bild eine Indianerin war. Also, glaub an deine Wünsche, glaub an deine Träume. Es steht alles kurz bevor, wobei ich weiß ja nicht, was kurz ist. Und es ging auch wirklich um die, hier wird es nochmal bestätigt, um den Flow. Lass deine Schöpferkraft fließen. Öffne dein Herz. Lass es fließen. Erschaffe. Und da haben wir auch den Bären wieder, der hier in diesem Krafttier-Deck für die Herzensenergie steht. Ich lese es euch vor. Vertraue deinem Herzen, es ist die stärkste Kraft im gesamten Universum. Lass deinen Zweifel nicht dein Herz dicht machen. Die Veränderung steht vor der Tür. Und ich schaue jetzt noch, ich habe hier noch 6 Kipperkarten gezogen. Und ich schaue gleich noch, was jetzt kommen möchte, okay? Jetzt muss ich lachen. Ich war jetzt wirklich total irritiert. Ich habe gesagt, ich habe neue Kipperkarten. Und bin dann ganz so in die Kipperkartendeutung gegangen und habe mir die 2 Karten angeguckt und habe gedacht, das ist aber ein komisches Haus und warum liegt denn hier eine Sense? Und der Kipperkarten gibt es doch gar keine Sense. Aber ich war irgendwie absolut... keine Ahnung. Und dann habe ich wirklich mein Kipperbuch in die Hand genommen und habe geguckt, was
Die Kombination 20 und 10 bedeutet, und die Kombination 20 und 10 bedeutet, dass man eine Ferienreise gebucht hat. Und dann habe ich gedacht, hä? Was ist denn jetzt los? Das passt doch gar nicht zu den Bildern. Es tut mir leid. Es sind keine Kipper-Karten. Aber ich habe mich selbst irregeführt, aber es gibt keine Zufälle. Also weiß ich, dass es auch eine persönliche Botschaft für mich war, weil ich habe eine Reise gebucht. Und jetzt gucke ich aber, was die Lennomar-Karten zu bedeuten haben. Das heißt, was steht vor der Tür? Es ist der Park und die Sense. Die Sense schneidet hier nichts weg. Das heißt, sie steht für die Plötzlichkeit, für die Spontanität und der Park steht fürs Außen. Also würde ich sagen, es wird demnächst eine Einladung für dich reinkommen. Ein spontaner Anruf von jemandem. Wollen wir uns treffen? Wollen wir uns sehen? Wollen wir essen gehen? Wollen wir tanzen gehen? Oder da ist eine Veranstaltung, da ist ein Fest. Also eine Einladung oder Seminar, Veranstaltung, Konzert, was auch immer du vor der Tür stehen hast, es wird jemand auf dich zukommen. Des Weiteren haben wir den Weg, das heißt die Entscheidung, und wir haben die Lilien, wobei ich noch nicht verstanden habe, warum hier Kalas drauf sind. Da muss ich mich mal informieren, möchte ich mal nachlesen, weil Kalas eigentlich Beerdigungsblumen sind. Das ist das Einzige, was mich an diesem Kartendeck stört, und deswegen werde ich mich mal informieren, was es bedeutet, oder sogar gleich mal nachlesen in dem kleinen Büchlein, ob das eine besondere Bedeutung hat. Wie auch immer, die Kombination wären es Lilien mit dem Weg, mit der Entscheidung. Es wird eine gerechte Entscheidung auf dich zukommen. Vielleicht liegen ja Entscheidungen an, stehen vor der Tür, beruflich, privat, familiär, finanziell. Es wird jetzt eine gerechte Entscheidung auf dich zukommen. Und ich schaue mal nach, warum das hier Kalas sind. Hier steht Lilien. Verstehe ich jetzt nicht. Nun denn. Ja, dann schaue ich noch zum Abschluss. Jetzt haben wir also diese Einladung, die kommen kann, und wir haben die gerechte Entscheidung, die kommen wird. Und dann gibt es einfach Dinge, die noch im Hoppala, hier ist das Buch verschlossen. Genau, diese Seite ist die verschlossene Seite. Das heißt, es gibt noch Dinge, die du nicht weißt, die noch nicht ans Licht gekommen sind und auch noch nicht ans Licht kommen jetzt in diesem Kartenbild. Weil du selbst darfst ja in den Himmel steigen und die ganze Perspektive von oben betrachten. Es ist etwas im Werden. Schau mal. Es ist etwas im Werden. Und da ist ein Regenbogen drauf. Und der Reiter steht auch für Zügigkeit, für bald. Es ist schon im Werden. Und hier haben wir den Brunnen. Und das ist ein alter Brunnen. Und Wasser ist Gefühlswelt. Das ist ein alter Brunnen. Hier geht es um. Ha, ich habe da mal einen Traum gehabt, wo ich am Ende an einem Brunnen stand und. Hey, stellt euch mal an diesen Brunnen. Lasst den Eimer runter und holt alles, was noch an herzöffnenden Gefühlen da ist. Holt's hoch in euer Leben. Es wird bald etwas geschehen, was wirklich herzöffnend sein wird. Es wird aus den tiefsten Tiefen etwas nach oben gebracht, was nicht nur schön, sondern auch aufregend sein wird. Also ich habe die Karte wirklich hier also so kribbeln im Bauch und fliegen wollen und Freiheit und Abenteuerlust und Freude. Und die Eule ist ja auch ein kluger Vogel. Und sieben, genau,
da unten steht die Skatkarte 7, habe ich eigentlich noch gar nicht so drauf geachtet. Aufbruch im Tarot der Wagen. So, muss ich es nochmal zusammenfassen? Nein. Du bist auf dem Weg in eine neue Ära. Es steht eine wundervolle Perspektive und Möglichkeit vor dir. Du kannst schauen, was in dir vielleicht noch Angst hat. Es könnte nicht wahr werden oder ob das einfach nur dein Kopf ist, der sagt, das kann nicht sein. Nie und nimmer. Die Sternkarte steht aber für Wunscherfüllung. Du darfst einfach gucken, dass du dich zeigst, wie du bist und aussprichst, was du aussprechen möchtest. Und damit Verbindungen zu wahren Verbindungen werden können. Und dann, irdisch gesehen, wird es eine Einladung geben, eine gerechte Entscheidung. Und alles, was jetzt noch im Verborgenen liegt, ist schon am aufgedeckt werden. Und du wirst tief in deine Herz, in deine Herzebene, in diesem Brunnen abtauchen und etwas Wertvolles hochholen. Und ich finde es ein absolut schönes Kartenbild. Und ich wünsche dir einen guten Flug nach oben, um dir eine gesamte Perspektive zu holen, damit die Dinge ans Licht kommen können. Danke für dein Vertrauen, danke für dein Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn du magst, auf meinem Kanal. Peace and Love, Sabine.